dann kamen die ersten Verkäufe, dann kamen die ersten Resultate, dann kamen die ersten Leute, die mit meiner Dienstleistung auch zufrieden waren, mit meinen Produkten zufrieden waren. Hey Leute, Karl hier, wie geht's euch? Jetzt mal wieder zu einem Thema, was ich so oft höre und ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Und zwar, du Karl, ich probiere das mal aus. Ich versuch's mal. Ich versuche einen tollen Körper zu bekommen. Ich probiere bis zum Sommer ready zu sein. Und ich schaue mal bei dem neuen Job da. Also wenn das gut läuft, dann gebe ich richtig Gas. Und das ist genau falsch rum. Das ist genau umgekehrt. So viele Menschen gehen her und wollen in irgendwas gut werden. Die gehen beispielsweise ins Fitnessstudio und sagen sich, du, jetzt gucke ich mir das mal an. Wenn der Trainingsplan nach so 2-3 Wochen greift und ich dann Resultate sehe, dann gebe ich da richtig Vollgas und ziehe es durch. Ich versuche es also mal. Nein, geht so nicht. Man muss erst den richtigen Plan haben, sagen, okay, von dem und dem nehme ich die Tipps an und ich setze es um und ich mache es zu 100% und ich gebe Vollgas. Ich habe jetzt beispielsweise aktuell wieder einen Kunden, ich nehme wirklich nur sehr, sehr, sehr selten Personal Training Kunden an und der ruft mich wirklich jedes Mal, wenn er im Restaurant ist, zumindest mal jetzt in der Anfangszeit an, Karl, wie schaut es da und da aus, gibt mir den Kellner ans Telefon, dann gebe ich da ganz genau die Anweisungen, wie viel Öl, welches Öl und so weiter und so fort. Es wird wirklich alles zu 100% durchgezogen. Das heißt also, das gesamte Training, Trainingsplan, Ernährungsplan, wann man ins Bett geht und so weiter und so fort. Und dann habe ich ihm gesagt, wir messen in 8 Wochen nochmal nach am Bauchumfang, am Oberarmumfang, am Brustumfang und dann wirst du Resultate sehen. Aber zuerst müssen wir jetzt Vollgas geben im Bereich investieren, Zeit, Geld in das Ganze, Emotionen. Wir müssen den Plan zu 100% verfolgen und dann kommen erst nach einer gewissen Zeit, nachdem man wirklich realistische Angaben bekommen hat, wie viel in was von der Zeit passieren kann und dann schauen wir uns das Ganze an. Ich weiß genau noch damals, ich habe von einem Trainer die Tipps bekommen und so viele Leute, die haben dann gefragt, ja, darf ich aber nicht noch die Übung machen und kann ich nicht noch zusätzlich das und das essen? Und dann denke ich mir, er hat doch gerade eben gesagt, wie man es machen soll und wenn du irgendwelche anderen Übungen noch dazu machen solltest oder noch irgendwas dazu essen solltest, dann hätte er es doch gesagt. Und das ist eben so wichtig, ihr müsst wirklich Personen finden, ihr müsst Anleitungen finden, denen ihr vertraut und dann wirklich akribisch befolgen bis ins letzte Detail. Ich weiß genau noch damals, als ich mein Fitnessprogramm gelauncht habe, ich habe jeden Tag mir das Ziel gesetzt, ich rufe 20 Leute an und verkaufe sogar am Telefon. Also jeden, der mir irgendwie unter einen Facebook-Kommentar postet, unter YouTube-Video postet, mir irgendwo eine Nachricht schickt, eine E-Mail schickt, ich rufe die alle an und verkaufe. Und ich schaue erst nach 30 Tagen aufs Konto, was passiert ist. Und ich gucke nicht so, ja, schauen wir mal, wie sie es verkaufen. Wenn ich dann nach den ersten 1-2 Wochen gut verkaufe, wenn es gut anläuft, dann mache ich die Telefonate, dann lege ich nochmal los. Dann mache ich nochmal ein Werbeteam-Video. Dann schalte ich eine Marketing-Kampagne. Dann hole ich mir noch einen Berater mit ins Boot. Das funktioniert nicht. Denn nur die Leute, die wirklich zu 100% reingehen und es erstmal machen, die bekommen dann die Resultate. Und es wird nämlich links und rechts andere Leute geben, die ziehen das durch. Wenn ihr beispielsweise anfängt beim Autohändler, neuer großer Autohändler, Mercedes, Grundgehalt, Provision, und dann sagt er, hey, wenn ich hier mal meine ersten 2.500, 3.000 netto verdiene, dann gebe ich richtig Gas, dann kaufe ich mir einen neuen Anzug, dann hole ich mir noch mal einen Rhetorikkurs, gehe auf ein Verkaufsseminar. Nein, links und rechts wird es Leute geben, die das schon vorher machen. Die werden sagen, ich gebe jetzt erstmal ein halbes Jahr lang so viel Gas, wie es nur geht. Ich streiche alles andere aus dem Alltag, ich reduziere alles andere, ich mache wirklich alles das, was nötig ist, um als Verkäufer der absolut Beste zu sein. Und dann ziehe ich nach 1, 2, 3 oder 6 Monaten Bilanz. Und das sind dann die Leute, die arbeiten zuerst. Und dann kommen die Resultate und dann kommt die Motivation. Aber das kommt nicht mit dieser Einstellung, ich probiere es mal, ich stecke mal so den kleinen Zehen rein ins Wasser und gucke, ob es kalt ist. Nein, du springst rein, egal ob es kalt ist, egal ob ein Sturm draußen wütet, denn die
Die Menschen, die erfolgreich werden, die warten nicht, bis der Sturm vorbeizieht. Die warten nicht, bis es aufhört zu regnen. Die legen direkt los und tun alles, was in ihrer Macht steht. Und die fokussieren sich auch zu 100%. Das heißt, geht jetzt wirklich her und schaut, welchen Lebensbereich, am Anfang wirklich nur einen, welchen wollt ihr optimieren? Frauen und Beziehung oder Männer und Beziehung, je nachdem. Fitness, Körper, Unternehmertum oder die nächste Prüfung an der Uni. Und macht euch einen Plan und denkt euch mal, was wäre wirklich das Maximum, was ich geben könnte? Was wäre all out? Was wäre 100%? Welche Bücher muss ich lesen? Wie viel muss ich lernen? Welche Videos schaue ich an? Welche Aktionsschritte muss ich jeden Tag machen? Was für eine Morgenroutine muss ich machen, um mich jeden Tag wirklich aufzupumpen? Ich war damals, ich habe mich vor jedem Telefonat selber nochmal angeschaut im Spiegel. Und wenn die Person nicht hingegangen ist oder mich abgewimmelt hat, dann habe ich das, was ich der Person sagen wollte, trotzdem nochmal im Auto gesagt, im Spiegel gesagt und habe zumindest mal geprobt und geübt. Ich habe mir nicht gesagt, ja, wenn die Person ans Handy rangeht oder wenn sie gut drauf ist am Telefon, dann lege ich los mit meinem Verkaufsgespräch. Nein, ich habe es, sogar wenn die Person nicht mal hinging, ich habe trotzdem das Verkaufsgespräch mit mir selber geführt und habe geübt. Und dann kamen die ersten Verkäufe, dann kamen die ersten Resultate, dann kamen die ersten Leute, die mit meiner Dienstleistung auch zufrieden waren, mit meinen Produkten zufrieden waren. Und dann ging es immer weiter und wir haben extrem viel Konkurrenz. Das heißt, macht euch wirklich einen Plan, zieht die einzelnen Schritte durch jeden Tag und messt nicht jeden Tag einen Bizeps. Schaut nicht jeden Tag aufs Konto, sondern gebt euch eine gewisse Zeit und arbeitet erstmal die Schritte ab. Und nehmt euch vor allem auch das Wochenende. Das Wochenende, Samstag und Sonntag, das sind die Tage, die der Unternehmer sich nimmt oder der angehende Unternehmer, der sich selbstständig machen will, der hakt unter der Woche alles ab, hat dann seine Routine und dann am Wochenende gibt er richtig Gas. Ich beispielsweise, ich habe die ganze Woche ausgeplant. Ich sage mir zum Beispiel, ich mache es aktuell im Auto Videos, im Auto Telefonate, ich gehe ins Gym, ich erstelle meine neuen Produkte und ich gehe das alles Schritt für Schritt durch und dann am Wochenende habe ich Zeit für noch weitere neue Projekte und da muss ich wirklich Gas geben. Ich belohne mich vielleicht dann abends mit einem schönen Essen und so weiter, mit dem Date mit der Freundin, mit dem Treffen von Kollegen, aber werde zu der Person, von der andere sagen, boah krass, der zieht es aber voll durch, eiserne Disziplin, der hat die Mentalität eines Gewinners. Und wenn ihr euch mal vorstellt, wie erfolgreiche Menschen arbeiten, was für persönliche Eigenschaften die haben, was für Charaktereigenschaften, was für Fähigkeiten die besitzen, dann schaut euch doch mal diese Person an und stellt euch mal vor, was wären das für Menschen. Ich habe mir damals immer gedacht, ich will ein Trainer werden wie Greg Plitt. Ich will ein Motivator werden wie Tony Robbins. Ich will ein Top-Unternehmensberater werden. Ich will ein Lehrer werden. Ich will in jedem Bereich ein paar Zentimeter mehr machen. Ich will immer mehr geben. Ich will, wenn Leute meine Produkte kaufen, sagen, selbst beim doppelten Preis, beim fünffachen Preis, hätte es immer noch gelohnt. Ich will die Qualität liefern. Und dann müsst ihr euch mal vorstellen, was für eine Person ihr werden wollt und wie so eine Person denken würde. Wie würde so eine Person handeln? Was für eine Philosophie hat so eine Person? Ich will ein Politiker werden wie JFK im Endeffekt, der das Richtige fürs Volk tut, der zu dem steht, was er sagt. Solche Sachen. Das war zu kurz, das war ein knackiges Video, aber genau solche Erfolgseigenschaften lernt ihr auch bei mir im Videokurs. Tragt euch hier unten dafür ein, da gibt es eine kostenlose PDF mit den ersten Tipps. Sehr, sehr, sehr wichtiges und wertvolles Material. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut rein, werdet Macher und gebt erstmal Vollgas, denn dann kommen die Resultate und dann kommt die Motivation und dann funktioniert das Ganze auch.